Und mein Opa hat immer gesagt, was bist denn du für eine Slavonka, wenn du nichts Scharfes siehst? Sag ich, ja, mag ich nicht, schmeckt mir nicht. Und dann stehst du und schaust dich im Spiegel an, bin ich jetzt wirklich fett geworden, seit ich nicht mehr schwimme? Bin ich irgendwo so gesessen? Ich habe ja 2003 und 2004 war ich Red Bull-Sportlerin. Da habe ich ganz, ganz viele Tests auf einmal gehabt. Weil man hat ja gehört, dass es da einen Arzt gibt, der ja mit Schwimmen und so, ne? Und dann hat man auch gesagt, na, du warst ja sicher schon dort und du hast ja irgendwas gemacht. Sie hat gesagt, na, so quasi, warum sich da alles so einen Stress draus machen, so ein bisschen Doping nehmen, das ist wie schnell fahren, ne? Dann kriegst du einen Strafzettel, das zahlst und dann geht das Leben wieder weiter. Ich bin, glaube ich, schon ein sehr offener und ein sehr ehrlicher Mensch und man kann von mir vieles haben, wenn man mit mir richtig umgeht. Wenn man mich aber irgendwie hintergeht oder Sachen macht, die nicht gut sind, dann kann man auch nicht von mir warten, dass ich mich dann am nächsten Tag oder irgendwann später mit dir hinsetze und ein Interview führe. Ist es dann wirklich von dir oder ist es nicht von dir? Also es ist mir nicht schon einmal passiert, dass ich was gelesen habe, wo ich angeblich ein Interview gegeben habe und ich aber nicht weiß, wann und wie und wo. Aber wurscht. Da unterschätzt man den Herrn Rogan sehr. Er ist ein sehr, sehr kluger Mensch. Nur manchmal einfach ein bisschen hat er sich, wie soll ich sagen, ein bisschen verleiten lassen und vielleicht in manchen Dingen ein bisschen zu naiv gewesen. Aber blöd ist er ja nicht. Also du musst quasi so intelligent sein, dass du dich entweder ständig mit irgendwas beschäftigen kannst oder du musst trotzdem auch intelligent sein, um so doof zu sein, um dein Gehirn quasi auszuschalten. Ich habe die letzten 25 Meter, ich habe nur gebeten, dass ich irgendwie bis zu dieser Wand komme, weil ich habe meine Beine schon nicht mehr gespürt und die Arme sind auch nur noch, also du schwimmst, weil es halt automatisch ist, aber nicht, weil du da jetzt irgendwie Kraft hast. Und dann bin ich angekommen und habe mir gedacht, so, und jetzt bin ich tot. Jetzt gehe ich sterben, so ungefähr. Ich finde auch, dass man als Spitzensportler und als Profisportler ein bisschen so einen leichten Drang zur Selbstzerstörung auch haben muss. Da lege ich nicht nur meine Hand ins Feuer, sondern lege mich ganz ins Feuer, dass mein Bruder nie irgendwas genommen hätte oder nehmen würde. Mein Vater hat immer gesagt, dass Salz, Mehl und Zucker die drei weißen Tode sind. Und dass eben zu viel davon einfach schlecht ist. Den Muskelkater killt man ja oder besiegt man nur mit dem nächsten Muskelkater und dem nächsten Training. Darum habe ich es ja zum Credo erklärt, dass hier herinnen die Gespräche da beginnen, wo andere enden. So geil finde ich mich selber jetzt nicht, dass ich mich da jetzt jeden Tag oder alle drei Tage irgendwie poste und was präsentiere. Ich glaube, ich war ihnen viel zu brav. Ich weiß es nicht wirklich, aber ich glaube, dass einfach, ich war halt ja ein Mädchen, das brav in die Schule gegangen ist, lauter Einser hatte, schön geschwommen ist, es hat sich irgendwie keiner beschwert, es hat keine Skandale gegeben und ich glaube, dass zu damaligen Zeit und zu der Philosophie, die sie damals hatte, das hatten einfach vielleicht nicht reingepasst hat. Und da hat es, glaube ich, bei mir Klick gemacht, dass ich einfach verstanden habe, Mirna, du machst das wirklich nur für dich. Sie ist Österreichs erfolgreichste Schwimmerin aller Zeiten. Fünffache Europameisterin, olympische Bronzemedaillengewinnerin, mehrfache ehemalige Europarekordhalterin, Mirna Jukic. Seit ihrem Karriereende vor 10 Jahren ist sie, vor allem eines, Mutter. Heute spricht sie offen darüber, über das Leben als Spielerfrau, das Training mit ihrem Vater und Doping. Jetzt. Bei Flo Rudig, der nach überstandener Grippe nun endlich wieder zurück ist.